Herzlich willkommen zu einer neuen UV-Video-Wochenschau. Am Donnerstagvormittag gab es einen Unfall auf der A1 zwischen Vechta und Lohne in Richtung Osnabrück. Zwei Pkw und ein Lkw kollidierten miteinander. Am Mittag konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Und in Lohne, Goldenstedt und Damme werden die Flüchtlingsunterkünfte leergeräumt. Insgesamt ziehen nächste Woche 147 Menschen um und kommen in die Unterkunft in Barkum. Dort laufen gerade noch die letzten Vorbereitungen. Weitere Infos zu diesen beiden Themen findet ihr in der Samstagsausgabe der UV und hier geht es jetzt weiter mit dem Sport. Letzter Einsatz vor den Playoffs. Die Basketballer von Rasta Vechta schließen am Samstag die Hauptrunde in der zweiten Bundesliga Pro A ab. Der Tabellenführer trifft um 19.30 Uhr auf den forschen Aufsteiger White Wings Hanau, der noch um den Einzug in die Playoffs kämpft. Mit dem 19. Sieg in Folge möchte Rasta Platz 1 ins Ziel bringen. Nach dem Spiel weiß die Mannschaft von Trainer Andreas Wagner dann auch, wer der erste Gegner in den Playoffs ab dem 8. April ist. Chemnitz, Nürnberg, Hanau, Baunach und Köln kommen noch als Gegner in Frage. Für die Fußballer des VfL Oite und des TV Dinklage geht unterdessen an Ostern der Kampf um den Klassenhalt in der Landesliga weiter. Dinklage, nach 4 Niederlagen in Folge gehörig unter Zugzwang, trifft am Samstag auf Bunde sowie am Montag auf Fries Oite. Beide Spiele beginnen um 15 Uhr. Der VfL Oite, der sich mit 2 Siegen in Folge etwas Luft verschafft hat, trifft am Samstag auf Spitzenreiter Bad Rothenfelde. Am Montag gibt es dann Ablenkung vom Liga-Alltag. Im Bezirkspokal steht das Viertelfinale beim STV Basel an. Dinklages starke Seiten. Am Samstag in der UV. Auf 24 Sonderseiten gibt es unter anderem Tipps und Hintergründe zum Dinklager Einzelhandel, Gewerbe, Familie und Freizeit. Diesen Samstag in der gedruckten Ausgabe der UV und digital als E-Paper für Smartphone, Tablet und PC in unserer Bibliothek auf www.uv-digital.de. An dieser Stelle noch ein Veranstaltungstipp. Am Ostermontag findet in Lohne ein Motorpark-Slalom statt. Die Streckenlänge beträgt 1000 Meter. Start ist um 9 Uhr am Motorparkgelände bei der A1-Abfahrt Lohne-Dinklage. Ich wünsche euch im Namen der UV schöne Feiertage und an eurer Stelle würde ich jetzt noch dranbleiben. Herzlich willkommen zu einer neuen UV-Video-Wochenschau. Am Donnerstag. Herzlich willkommen zu einer neuen UV-Video-Wochenschau. Verschluckt schon. Menschen um in die Unterkunft in Barkum. Schade.